Urlauber müssen sich bereits ab kommenden Monat auf erweiterte Testpflichten bei der Rückkehr nach Deutschland gefasst machen. Nach Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gilt die Testpflicht dann nicht nur für Flugreisen, sondern auch für Rückkehrer, die mit dem Auto oder per Bahn anreisen. Geplant ist die erweiterte Testpflicht ab dem 1. August. Laut Söder soll bis dahin eine Rechtsgrundlage dafür geschaffen werden. Derzeit gilt die Testpflicht nur für Menschen, die per Flugzeug nach Deutschland einreisen. Die Kontrollen im Individualverkehr soll nach Aussagen von Söder und Seehofer stichpunktartig erfolgen. Stationäre Grenzkontrollen soll es nicht geben. Söder äußerte sich nicht explizit dazu, wie Geimpfte und Genesene künftig behandelt werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte der Bild zuvor gesagt, wer nachweislich geimpft oder genesen ist, der braucht natürlich keinen Test.